Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way of the Hunter. Ich befinde mich heute auf der Transsilvanienkarte und möchte mal mit euch gemeinsam auf Großwildjagd gehen. Ich habe jetzt Stufe 5 und Stufe 6 Waffen eingepackt. Weiß aber nicht, was es genau für Tiere hier in diesem Stufenbereich gibt. Also ich weiß nur von den Wildschweinen, dass die Stufe 5 sind. Aber wir schauen uns jetzt mal um. Also ich fahre jetzt gerade Richtung Norden so ein bisschen, da war ich noch gar nicht. Und dann gucken wir mal, was wir da so für Tierarten entdecken. Da bin ich mal sehr gespannt. Der Weg sieht spannend aus. Ist in der Ego-Perspektive gar nicht mal so schlecht. Es ist wenigstens nicht ganz so laut, das Auto. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Waldweg hier hinführt. Wir können ja einmal ganz kurz gemeinsam auf die Karte gucken. Oh, das sieht aber echt gar nicht so schlecht aus, wo ich hinfahre. Rechts sind zwei Fragezeichen. Da gehen wir doch jetzt einfach mal hin. Klingt doch nach einem guten Plan. Wir können ja auch mal schleichen. Weil diese Fragezeichen sind ja auch gerne mal solche Jägerstände. Diese Jägerstände stehen ja meistens an Orten, wo es auch interessant ist für Tiere, ne? Sonst macht es ja keinen Sinn. Das hier wirklich ein wunderschöner Ort. Auch mit so einem Steg, einem Campingplatz. Und da hinten ist auch so eine Staumauer. Aber leider sind keine Tiere gekommen. Ich habe jetzt schon so ein bisschen gewartet. Wir gehen zurück zum Auto und fahren dann weiter Richtung Norden. Der Plan mit dem Norden ist leider nicht aufgegangen, weil da oben brauche ich Jagdlizenzen und die kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich bin dann einfach nach links abgebogen, wieder so Richtung nach unten. Und hier habe ich jetzt eine Wildschweinefarm gesehen. Wir sind direkt in den Wald gegangen. Ich weiß halt nicht, ob die mich bemerkt haben oder nicht. Das ist jetzt das Problem. Die müssen hier irgendwo vor mir sein. Für mich ist da ein Gutes dabei. Jetzt nur ein Stern. Die sind aber noch ruhig. Ich glaube, die bewegen sich gerade Richtung Wasser, was ich vorhin schon entdeckt hatte. Da war nämlich so eine Stelle, wo Wildschweine hingehen. Ich werde jetzt erstmal mit denen wandern und die ein bisschen beobachten. Weil ich weiß nicht, ob es sich lohnt für ein Ein-Sterne-Männchen. Aber ich brauche halt eigentlich das Geld und ich brauche auch die Übung. Also ich muss es wahrscheinlich mitnehmen. Ich könnte es halt versuchen. Aber es ist halt schon wieder echt schwer, weil ich nicht mal das ganze Tier sehe. Ich sehe halt nur so einen dicken Fleischklumpen. Ne, wir warten noch ein bisschen. Welches ist jetzt das Männchen, ist das Problem. Nein. Das hier ist das Männchen. Okay, dann guck ich mal. Die bewegen sich gar nicht. Was ist da los? Werden sie alle ausgerottet? Ich brauche das Geld. Habe ich drei Stück angeschossen. Als ob die nicht down gehen. Das da links blutet doch. Mittlere Menge Blut und Luftblasen drin. Also wenn wir die verfolgen, dann sollten wir zumindest eins kriegen. Ich glaube, das war aber schon wieder ein Fehler, auf drei Stück zu schießen. Hat mich nämlich wieder eher verwirrt. Ich werde wahrscheinlich jetzt eins von drei nur kriegen und dann sind halt zwei verschwendet. Ich lerne auch nicht dazu, ne? Ich bin halt immer noch so ein bisschen dieses Hunter-Feeling gewöhnt. Da liegt's. Lunge links. Okay, wir haben ganz leicht über das Herz gezielt. Das ist noch ein bisschen weiter unten. Ja, schade, schade. Aber immerhin 280. Das werden wir auch auf jeden Fall verkaufen. Brauchen auch die Kohle. Ah. Jetzt hoffe ich, dass ich noch die anderen Spuren finde. Das wäre schön. Okay, ich habe durch Glück noch eins gefunden. Auch hier habe ich ein bisschen zu weit drüber gezielt und links. Das heißt, nächstes Mal ein bisschen niedriger. Eigentlich genauso auf da, wo der Oberschenkel losgeht und dann ein Ticken höher. Muss ich mir mal merken. War aber wenigstens auch wieder die Lunge links. Das ist ja schon mal was. Dadurch war es auch tödlich. Aber das ist sogar das Männchen. Okay, dann ist es ja gar nicht so schlecht.
Zwei von drei, also ist das schon mal okay. Und dadurch, dass wir Geld farmen müssen, bin ich da schon mal zufrieden mit. Und jetzt noch das dritte finden, ist natürlich perfekt. Das wäre dann richtig gut. Ich habe leider das letzte Wildschwein nicht gefunden, aber da unten ist halt die Herde wieder. Ich glaube aber auch nicht, dass es überlebt hat. Ich glaube, die sind alle gestorben. Das heißt, eins ist jetzt für die Wölfe oder Füchse, was auch immer hier lebt. Oder Bären. Ich glaube, die Wildschweine haben mich leider bemerkt und sind weggerannt. Ja, da war ich leider zu unvorsichtig unterwegs. Also man muss echt aufpassen, die rennen echt schnell weg, die Tiere. Und ihr müsst auch bedenken, ich spiele echt auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und das ist immer noch sehr, sehr schwierig. Ich habe auf jeden Fall dazu gelernt, dass ich, wenn ich die Chance habe, nicht unbedingt mehrere Tiere anschießen sollte. Das hat es nämlich gerade nicht besser gemacht. Ich würde halt gerade echt gerne noch ein paar Testschüsse machen, weil ich halt lernen will, wie man Wildschweine schießt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt auf das Weibchen da schießen soll. Ach komm, machen wir. 120 Meter, wir zeroen auf 100 und zielen ein bisschen höher. Also über den Oberschenkel, da wo es anfängt, dann einen kleinen Ticken höher. Ist aber gerade halt echt schwer. Oh, da ist noch ein anderer. Oh ja, den nehmen wir. Das ist ein Männchen. Da wäre ich sogar froh drum, wenn wir den kriegen. Aber was drehst du dich jetzt zu mir? Jetzt geht er auch noch hinter einen Baum. Jetzt ein bisschen nach links laufen, dann sollten wir eigentlich einen freien Schuss kriegen. Das rennt halt trotzdem, ne? Wir müssen hinterher. Aber wenn wir jetzt die Spur verfolgen, dann kann es klappen. Ja, die rennen halt alle weg. Wir gucken mal. Viel Blut. Luftblasen. Okay. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Das scheint ein guter Treffer gewesen zu sein. Oh, ich dachte gerade, hier liegt es. Das ist aber nur ein Stein. Wollte mich schon freuen. Ah, hier liegt es. Okay. Und wir haben das Herz getroffen, Leute. Seht ihr? Wir haben dazu gelernt. Okay, ich glaube, so muss man es halt machen. Also dann war die Übung gar nicht so schlecht, dass ich auf die drei geschossen habe. Jetzt haben wir wenigstens ein Tier vernünftig erlegt, so wie es sein sollte. Ja, das werde ich mir jetzt merken. Da, wo der Oberschenkel anfängt, so 10 cm rüber. Und dann treffen wir das Herz. Das ist doch mal schön. Müssen wir aber trotzdem verkaufen, weil wir brauchen das Geld. Was ist das denn für ein cooler Ort? Und hier so eine Ruine. Mal schauen, was hier so ist. Ja, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich habe leider nichts mehr gefunden auf dem Weg nach Hause. Aber es war trotzdem eine richtig, richtig gute Folge. Viel dazu gelernt und auch einige Tiere erlegt. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 1400 leider nur. Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal auf Rothirschjagd gehen. Die geben bestimmt auch mehr Geld. Wenn wir nochmal kurz in den Shop schauen, was wir alles noch so haben wollen. Ja, ich weiß nicht. Flinten würde ich jetzt, glaube ich, erstmal außen vor lassen. Weil die sind eh alle Jagdstufe 1, oder? Ja, ich denke mal, da können wir eher mit unserer, die wir haben, schon ganz gut arbeiten. Wir müssen uns halt mal so die anderen Waffen noch angucken. Hier gibt es halt auch Jagdstufe 2 zum Beispiel. Ist dann wahrscheinlich eher für kleinere Tiere, so Füchse und sowas. Also sowas können wir halt noch gar nicht erlegen. Also Stufe 6 haben wir schon eine Waffe und Stufe 5. Und dann nochmal kurz gucken, was das so alles ist. Und Stufe 1 haben wir auch, okay. Stufe 5, Stufe 1 und Stufe 6. Ah ne, das ist die Flinte, die Stufe 1. Okay, Opas altes Gewehr ist Stufe 4. Das heißt, Stufe 4 haben wir auch. Dann brauchen wir vielleicht noch Stufe 2 und Stufe 3 irgendwann. Na, da müssen wir natürlich noch einiges an Geld sparen. Die ist auch schon Stufe 5. Die haben wir schon. Stufe 2 könnten wir kaufen. Sollen wir uns die schon gönnen oder sollen wir erstmal noch sparen? Also ich denke mal, wenn, dann kaufen wir uns die nächste Folge erst. Hier gibt es auch noch einige Korder. Das wäre auch gut, ne?
Rotwildlocker. Oh, das ist natürlich verlockend, ne? Elchlocker gibt's auch. Ich gebe jetzt aber noch kein Geld aus. Ich werde dann nächstes Mal, wenn wir uns entscheiden, auf ein bestimmtes Tier zu jagen, können wir uns ja dann den dementsprechenden Hufer oder Locker kaufen. Anbauten gibt es ja auch noch. Einiges an Visieren. Mit besseren Zoom und sowas. Was haben wir denn aktuell? 2- bis 7-fach haben wir und bis 14-fach. Okay, das ist ein ganz kleiner Zoom hier. 15-fach ist ein bisschen besser. Und 18-fach ist das Beste. Das wäre natürlich nice, ne? Ist aber halt auch arschteuer. Sowas wäre auch cool, ne? So ein Rotpunktvisier für den Nahkampf. Auch nicht schlecht. Und diese ganzen Jagdreviere sind natürlich auch cool, aber die sind auch arschteuer. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal in den Anfangsgebieten aufhalten. In den besseren Gebieten gibt es später bestimmt auch noch bessere Tiere, könnte ich mir vorstellen. Naja. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Folge von Way of the Hunter gewesen sein. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Liebe das Spiel wirklich. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.